Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, das ist der Kanal. Willkommen zu heutigen Star Wars Sonntag, ganz genau. Und heute gibt es nämlich wieder eine neue Disney Infinity Figur zum Unboxen. Nämlich, ihr seht es, Chewbacca ist hier am Start. Richtig geil, oh, hier sehen wir nochmal ein ganz normal. Und ja, was gibt's noch dazu? Natürlich hier, ist klar. Ja. Hier das auf dem Portal das draufstellen. Auf jeden Fall brauchen wir noch. Na, stell scharf. Sepp, Kanan, Ezra, Sabine und Han. Dann haben wir von Twilight und auf der Republik und auf Rise Against Empire alle. Dann fehlen uns noch von Star Wars The Force Awakens ein paar welche, aber das interessiert uns momentan noch nicht. Es interessiert die Figuren jetzt hier. Ja, jetzt eigentlich nicht mal lange rumzureden. Machen wir das mal auf. Ich finde mal hier, sieht schön aus, oder? Chewbacca. Oh, es geht immer ganz leicht ab. Hier sehen wir es nochmal. Oh, okay, sehr schön. Seht ihr es? So. Oioioioioi. Geilo. Was haben wir hier noch? Das, wo Chewbacca dran steht. Sehr ordentlich aber rausgeholt, wie ich finde. So, jetzt wird es nicht wieder lang, die braucht keiner. So, haben wir hier Chewbacca. Geil, los, kommt wieder an meine Wand. Der Code hier hinten im Rausch noch. Jawolski. So, ja, mit Chewbacca. Oioioi. Aber ich hoffe, der geht nicht so schwer raus wie bei den anderen Figuren. Wäre natürlich nichts kaputt machen. Oh ne, oder? So, einigermaßen. Oh, das sieht schön aus, oder? Chewbacca. Den werden wir ab Mitte Februar auch als Let's Play mitnehmen. Jawohl, es geht. Chewbacca wird als Let's Play kommen. Geil, oder? Aber ich muss dazu sagen, den haben die echt gut hingekriegt, ey. Alter, geil, Alter. Richtig geil, ey. Oh. Ist das geil, meine Freunde. Lass mir ihn kurz mal hier stehen. Genießen wir diese Figur. Hier nochmal dieser Sprengstoffgurt. Geil, ey. Ich bin echt begeistert, dass sie das so gut hinkriegen, die Figuren. Aber ich hoffe, ich krieg das hier wieder zurück ins Dings hier. Das wird schwieriger, aber es geht schon. Sehr gut. Also, ja, geht dann auch, wenn wir uns freuen. Nächste Woche, naja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, die nächste Figur steht schon in Planung. Es ist Ezra. Jawohl, es geht. Mal sehen, ob ich mir den holen werde. Ich brauche nämlich noch die ganzen Star Wars Rebels Figuren. Von den, ja, wenn Rebels nicht wäre, dann würde mir bloß noch Han Solo fehlen. Aber uns fehlt ja noch die Star Wars Rebels Figuren. Ja, Spacke. Ich sage schon, wir sind bis morgen zum Let's Play. Vielleicht Let's Play. Also, ich weiß noch nicht 100%. Aber vielleicht morgen 15 Jahre. Das ist klar, genau. Muss ja.